ein weiterer Tag Falzbetrieb hier auf dem Kanal Gallensottigen. Das Fest ist jetzt ein Zähler. Wir haben gesehen, wie es Lärchen tun, aufstellen. Und jetzt sehen wir, die haben sehr gut in dieser Lärche. Wie wir die Lärchen tun, wieder fällt. Und mit dem Seil geht er rauf und ist immer gesichert. Das sind Kürze, also da braucht es Leute, die etwas können, wirklich, tiptop. Aber er macht das sehr gut. Es ist ja auch schön, dass wir ihn können für heute engagieren können. Er hat immer gesagt, wenn er mal etwas Spezielles ist, dann kommt er gerne wieder hierher in seine alte Heimat. Jetzt ist er dran mit der Akkusage. Das ist eine praktischere Behörde. Er sagt jetzt die Äste ab und macht so den Baum sicher und auch fehlbereit, dass wir es noch haben. Hey, nein, weg dort! Also, man sieht es nochmal, die Lärchen ist noch, die hat noch oben, sie hat sich also wirklich 18 Plätze sehr gut gehalten. Das geht sehr professionell und schnell voran, wie wir es gewöhnt sind. Geil ist mit dem Patrick Sutter, morgen im Herkules, sind wir hier oben gewesen, auf wie viel Meter genau? Auf 28 Meter oben, also wir haben sogar da können wir auf die Lärchen runterschauen. Und es ist also schon ein anderes Gefühl hier oben, es ist schön, aber es ist wirklich, man muss da geboren sein. Wie man hier sieht, auch der Lorenz ist da. Schnell. Also währenddem, dass Sie hier so schauen, wie er hier oben die Bäume abschneidet oder die Äste abschneidet, möchte ich noch gerne alle Gemeinden, die heute hier sind, an dem Gemeindetag einladen zum Apero. Der findet hier auf dem Westplatz statt. Es ist alles parat. Es sind Gemeinden eingeladen, es sind Gemeindebehörden eingeladen und alle Innenrücken sind eingeladen hier. Apero wäre parat. Wir könnten starten mit dem. Geben Sie einfach Sorge und schauen Sie weiterhin gut, was von oben runterkommt. Dann bringen wir das auch noch gut über die Bühne. Herzlich willkommen zum Apero. Danke, Monika. Ich muss da gerade umziehen müssen, weil manchmal müssen wir dann noch die Sagen wechseln. Das wird wahrscheinlich bald der Fall sein. Wenn man genau schaut, dann sieht man die Äste, sie brechen zum Teil am Boden. Also ich wiederhole, das Lärchen hat sehr brüchige Äste. Das ist auch einer von den Gründen, warum wir sie nicht als Ganzes umtun. Und die Äste würden einfach im Zug umfliegen und das Risiko können wir so nicht tragen. Und es ist natürlich auch eine super Show, die ihr hier anlegt. Das werden wir nicht missen. So, und da geht jetzt Ast für Ast weg. Da haben wir bereits so viel Äste unten. Also Baumpflege sind immer auch in Gärten im Einsatz, in Privatgärten. Wenn man heikle Sachen hat, dann kann man unten mit dem Borsch anrufen. Das würde man auch sehr gerne. Das sind die Dinge, die wir hier auch machen können. Oh, schau jetzt! Ich habe eine Also ihr habt gesehen, es hat nur ein paar Minuten gedauert und so ist der Lärchen übergekommen. Jetzt können einzelne Stückchen oben runter, Obacht. Das ist übrigens eine sehr anstrengend, was er hier macht. Also ich habe das aus Erfahrung selber mit dem Steinbeisen, da bin ich wirklich auch bei uns stehen.
eindrücklich. Jetzt ist er wieder der Tick, wo er sogar ein bisschen Ball gerade macht und professionell das dann abstoßt. Das ist kein Problem, der Tier ist immer noch ganz. Kleiner Abschlussregel, das sieht man auch, immer mehr. Ist natürlich in der Höhe sehr praktisch, wenn man nicht noch muss ziehen und anlassen. Also das sind ganze 2 Meter Stück, die er hier auch aufs Mal von abschneiden und auch auf Effizienz. Musst du noch die Sagen wechseln, oder wie ist das? Geht das alles mit den kleinen Tipptopp? Wer fährt noch hier? Das geht nicht. Der muss leider den Parkplatz wieder räumen. Es regnet Sagmel, schönes Lärchen Sagmel. Die Stücke werden immer grösser, ich denke, das wird jetzt das letzte sein. Noch einen bin ich dann dran. Gratulation, Auftrag von mir abgeschlossen. Also jetzt sind auch die Einbuchten über den Schneeweisen, die sind geschärft, die sind wirklich einsatzbereit und können den guten Halt in der Höhe. Er ist sicher gelandet. Tipptopp, Applaus. Lorenz, ich übergebe schnell dir das Mikrofon und jetzt möchtest du noch ein paar Sachen sagen. Nachher geht es dann mit mir weiter. Gut, danke Roman. Schön, dass ihr kommen durft. Es ist natürlich eine Ehre, als ehemaliger Lehrling vor gut 20 Jahren hier die Lehre gemacht. Schön, wieder hierher zu kommen und etwas zu zeigen. Von meiner Seite, ihr habt einfach alles gesehen. Wenn jemand noch Fragen hat, dürft ihr nachher gerne fragen. Jetzt kommt der Roman dazu. Ich glaube, das ist auch eine Attraktion, wenn er den Bäumen Sterz umtut. Ich ziehe noch schnell mein Seil runter, dass das nicht in den Weg kommt. Und dann ist der Roman vorgeführt. Merci nochmal. Merci vielmal. Wie das jetzt weiter wird gehen, schneide ich es hier unter den Fallkerb. Nachher in deinen Sagen ein Keil setzen zur Sicherheit. Und dann drücken wir den mit dem Hydrokeil um. Das ist heute eben modern. Ich denke, das Mikrofon übergebe ich wieder an Monika und dann kann sie etwas erzählen, während hier die Aktion läuft.
Eigentlich will ich jetzt nichts mehr erzählen. Ich will jetzt einfach, dass alle hier da zuschauen, wie ihr das macht und wie das tut jetzt noch. Aber eben, wie gesagt, der Apéro ist eröffnet. Ihr dürft euch gerne bedienen. Alle Gastgemeinden, alle Behördenmitglieder und alle Innerhörden sind hier herzlich eingeladen. Und wir grüßen jetzt die letzten Momente noch von dem doch ganz fest reduzierten Raum und schauen jetzt, wie das zum Beispiel passiert. Ich möchte Sie jetzt gerne bitten, ein bisschen zurücktreten, mindestens so hoch, wie der Stürzel ist. Einfach zum auf Nummer sicher gehen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und das Fest ist morgen fertig. Euer Salmersort. Vielen Dank.